zurück nach Deutschland. Es geht um das Hallendach, es geht um ein Schnelllaufen, es geht nach Berlin zu Franziska Schenk. Und Franziska, der lange Sprint bei den Männern steht an. Wie stehen denn da die Chancen für die deutschen Herren heute? Ja, René, die Namen, die du dir und auch die Zuschauer sich merken sollten, die sind jetzt Samuel Schwarz und Nico Ihle, die beiden Spezialisten eben über diesen langen Sprint, die 1000 Meter, die hier in Berlin gelaufen werden. Samuel Schwarz hat sich gerade warm gemacht und Sie sehen ihn auch gleich hinter mir durchs Bild laufen. Und Nico Ihle ist der Zweite, auf den es hier heute zu achten gilt. Da ist Nico Ihle, ernster Blick, so ernst ist er normalerweise gar nicht. Er freut sich auf die 1000 Meter, geht immer super positiv ran an jedes Rennen. Also da haben wir auf der einen Seite den eleganten Sprinter Samuel Schwarz und Nico Ihle, der schon mit ordentlich Kraft unterwegs ist. Die beiden trainieren übrigens in Berlin zusammen und sagen, das ist klasse, weil damit haben wir die direkte Konkurrenz auch in jedem Training dabei und das ist ja bekanntlich recht förderlich. Die große Frage ist, wie geht es dem überragenden russischen Sprinter in dieser Saison, Kolischnikow? Der ist nämlich gestern über die 500 Meter aber mal ordentlich in die Bande gekracht. Sie sehen den Sturz hier in der Außenkurve. Da bleibt auch leider nicht mehr viel Platz, um noch ein wenig abbremsen zu können. Und dann ist er in die Bande gesaust, hat sich anschließend die Schulter gehalten und wir wissen nicht so ganz genau, wie es ihm hier heute geht über die 1000 Meter. Das bleibt abzuwarten, was er hier heute für eine Leistung abrufen kann, wie ihn der Sturz von gestern vielleicht noch beeinflusst. Also jetzt die 1000 Meter der Rennen, der Männer, der lange Sprint mit Ralf Scholz. Ja, ich kann zum Glück zuschauen, wie Nico Ihle sich parat macht. Franziska Schenk als frühere Sprinterin weiß, wie sich das anfühlt, nach einem schweren Sturz wieder auf die Eisbahn zu gehen. Samuel Schwarz in diesem Jahr schon glänzend unterwegs, einmal das Podium schon erreicht. Natürlich ist das heute im Hinterkopf, dass er da hin kann und hin will. Wir sehen hier noch gerade Danny Morrison, immerhin Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen, und Konrad Nedwicki, den Polen, die aber an die bisherige Bestzeit des Russen Jesin nicht herankommen. Im übernächsten Rennen ist Nico Ihle dann der erste Deutsche. Samuel Schwarz aufgrund der sehr guten Platzierungen bisher im Weltcup. Im zweitletzten Rennen gegen den Olympiasieger dann. Also das wird ein richtig heißes Ding. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Die Sprinter, die ihre dritte Station schon in diesem Winter haben. Mit Nico Ihle und Samuel Schwarz mittendrin in der Weltklasse. Das ist bei den Olympischen Spielen fast ein bisschen untergegangen, dass Nico Ihle da ja nur hauchdünn nicht die Medaille erreicht hat. Jetzt sind aber zwei der ganz starken Konkurrenten dran mit Hein Otterspeer, dem Niederländer. Und der Gegner auf der Außenbahn ist der Kanadier Rich McLaren. Junger Mann, die Kanadier haben große Probleme. Da wurden etliche Mittel gestrichen. Zwei Niederländer mit unterschiedlichen Landestrikots sind die Trainer. Die Trainerfrage im deutschen Eisschnelllauf wird erst am Ende der Saison geklärt. Bis dahin bleibt alles so, wie es im Moment ist. Denn das hat sich ja gut angegangen bei den ersten Weltcup-Stationen. Also 1000 Meter, das ist auch das Treffen der explosiven Sprinter mit den Mittelstrecklern. Kann man schon sehr unterschiedlich gestalten, so ein 1000 Meter Rennen, den langen Sprint. Und Hein Otterspeer gehört eher zu denen, die über die Ausdauer kommen. Ist auch relativ groß gewachsen, fast 1,90 groß. Dafür aber, und das mag ich ja, wenn so lange Leute sprinten können, hat er einen sehr eleganten Laufstil. Aber McLennan, der Kanadier, noch relativ neu im Weltcup-Zirkus, hält da gut gegen. Zwischenzeiten sind gut genug, um die Bestzeit zu attackieren. Und das Bär wirkt schon ein bisschen angegriffen. Kommt da ganz leicht in den Windschatten des Kanadiers. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Geschwindigkeit um die 50 Stundenkilometer, da macht das schon ein paar Meter aus. Sieht man hier auch. Setzt sich klar ab. Wird das eine neue Bestzeit? So ist es. Otterspeer geht in Führung. Starke Schlussrunde von Hein Otterspeer. Bisher die schnellste Schlussrunde, die er hier schaffen konnte. Natürlich auch die Situation da auf der letzten Gegengeraden, als er schön im Windschatten
das Tempo hochhalten konnte und dann sich durch die Kurve macht. Hier genau die Situation aus dem Windschatten, kurz raus, da hat er dann einfach weniger Geschwindigkeitsverlust und das bringt er sauber durch die Kurve. So, und dann ist jetzt als nächster Nico Ihle dran. Franziska Schenk hat es gesagt, wir kennen natürlich hier die Bahn wie ihre Westentasche. Die ist jetzt zum Weltcup noch einen Tick besser präpariert. Das macht natürlich noch mehr Spaß, hier richtig mit Volldampf zu laufen. Nochmal der Blick auf Otto Speer und da steht er. Viele Freunde und Verwandte sind da. Deutlich besserer Besuch heute. Ja, Sochi, da war er so nah dran. Nico, Claudia Pechstein, später am Nachmittag sehen wir sie noch in der Teamverfolgung. Aber jetzt der Blick auf die Sprinter. Fan Yang, ein Nachwuchsmann, erst 18 Jahre alt, Sie haben es gesehen, ist der Gegner von Nico Ihle. Mit dem darf er sich nicht allzu lange aufhalten, wenn er eine Top-Platzierung erreichen will. Und das muss das Ziel sein. Nico Ihle als Sprintbegabter, der muss natürlich am Anfang sehen, dass er Druck macht, dass er jetzt die ersten 600 Meter sehr, sehr schnell macht. Und dann muss er sich irgendwie durch die letzte Kurve beamen und versuchen, Geschwindigkeit so lange wie möglich hochzuhalten. Sieht bis jetzt sehr gut aus. Kurve sauber erwischt. Das ist ein Trainer. Der weiß, dass er gut unterwegs ist. Der sieht das natürlich, kennt jede Bewegung, die Nico Ihle macht. Auch die zweite schnelle Kurve hat er sehr, sehr gut erwischt. Zwischen Westside, er ist vorne. Jetzt muss er das mitnehmen, das Tempo. Dritte Kurve, auch die passt noch. Jetzt wieder lang werden auf der Geraden. Das ist so schwer, wenn die Müdigkeit da in die Beine schießt. Aber man sieht das Bemühen, tief zu bleiben, die Position zu halten. Letzte Kurve, nochmal ein bisschen Druck, aber da verliert er etwas den Druck. Jetzt muss er rein ins Ziel, schafft er die Bestzeit, er ist Erster, jawohl. Klasse Lauf von Nico Ihle, er übernimmt erstmal die Führung. Und die Bilder sprechen ja hier Bände, super. Ein blitzsauberer Lauf. Gestern hat er ein paar Kleinigkeiten drin gehabt und verpasste das Podest über 500 Meter. Nur hauchdünn. Und schauen Sie mal, das ist die Tochter. Die ist ja schon in Tränen aufgelöst. Was für ein super Bild. Also, der erste deutsche Trumpf hat schon mal gestochen in Form von Nico Ihle, der hier ein brillantes Rennen über 1000 Meter abliefert. Aber die Top-Leute, die kommen jetzt alle erst noch. Eins ist sicher, der Vergleich der Zeiten bisher sagt es ja, es ist ihm hier ein feines Ding gelungen. Ganz spannender Mann, Kai Wawei, halb Holländer, halb Japaner, mit 20 Jährchen ist der kommende Mann im Sprint bei den erfolgsverwöhnten Niederländern Vincent Dätre. Auch er erst 20 Jahre alt, aber das ist bereits seine dritte Weltcup-Saison, also der hat ein bisschen mehr Erfahrung auf der Kante. Kai Wawei rechts in der noch etwas ungewohnten neuen Rennmontur der Niederländer. In Blau und Grün geht es in dieser Saison um die Eisbahnen der Welt. Hat schon mit einer sehr guten Platzierung bei den Asienstationen aufwarten lassen. Auch das ist ein Mann, der von vorne kommt, der Feuer macht, der Tempo geht. Wirkt etwas unruhiger hier in der Kurve, der Vergleich zu Nico Ihle. Vielleicht haben Sie das noch im Blick. Der lief da viel kontrollierter und ruhiger, aber das muss nicht langsamer sein. Liefern sich hier ein schönes Duell, die beiden Youngster sind eine gute halbe Sekunde, Sie sehen das an den gelben Pluszeichen, langsamer als Nico Ihle.
Ihles Schlussrunde war natürlich hart. Letzte Kurve haben wir gesagt, nicht mehr so ganz druckvoll. Die haben jetzt auch ihre Probleme hier im Schlussbogen. Der Kanadier kriegt schon die Oberkörperposition nicht mehr hin. 1-0, 9, nein, 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 die schaffen es nicht. Die kommen aber weitem nicht dran. Nico Ihle bleibt vorne. Drei Rennen noch. Gleich kommt Samuel Schwarz. Das ist schon mal eine Konkurrenz, die wir hier sehen. Tja, und so ein erfahrener Coach wie Coach Schubert, der ist da richtig begeistert. Ebert, Klaus Ebert, der ist da richtig begeistert, dass er da zwei hat, die in der Weltspitze jetzt wirklich regelmäßig mitmischen. Da steht Samuel Schwarz, der weiß natürlich, dass was geht jetzt. Dass sein Trainingspartner hier richtig einen rausgedrückt hat. Aber der hat auch gesehen, dass das technisch wirklich ganz feines Eisen war, das wir da gesehen haben von Nico Ihle. Schöne Konzentration. Und das ist Shawny Davis, der erfahrene Amerikaner, der Mann der 1000 Meter der letzten 10 Jahre, hat aber nicht mehr die ganz, ganz große Klasse. Coon Favey, der war zweimal auf dem Podest in diesem Jahr, über 1000 Meter. Also den müssen wir in jedem Fall auf der Rechnung haben. Und auch das sind übrigens nicht die holländischen Fans hier, sondern die beiden, die hier auf dem Eis stehen. Die sind beide in den Niederlanden inzwischen zu Hause. Favey sowieso in seinem Sprintteam, aber auch Shawny Davis trainiert inzwischen in den Niederlanden. Oh, Probleme da gleich bei der Beschleunigung bei Davis. Fehltritt, fast nach rechts weggerutscht. Beide, Favey und Davis, kommen eher über die Ausdauer. Können auch sehr gute 1500 Meter laufen. Deshalb hier schon relativ großer Rückstand auf die Sprintzeit von Nico Ihle. Das heißt aber noch nichts, denn die können beide glänzende Schlussrunden laufen. Da muss man wirklich bis zur Ziellinie abwarten, wie weit die kommen. Favey über die Innenbahn jetzt mit viel Druck. Kommt da wieder ran an den Amerikaner, hat aber Schwierigkeiten da, die Linie zu halten. Davis, knappe Sekunde Rückstand. Reicht das, um Nico Ihle vorne zu verdrängen oder bleibt der Deutsche vorne? Das wäre ein Ding. Favey kämpft schon, zusammengebissene Zähne. Das ist schon letzte Rille, die er hier zeigt, aber anders geht's nicht über 1000 Meter. Auch Davis jetzt zeigt Zähne. 1-0-9, 4-9, sie sind beide langsamer, das wird ja immer besser, die Zeit von Nico Ihle wird ja mit jedem Top-Sprinter, der hier langsamer ist, veredelt. Samuel Schwarz. Zwei Rennen noch. Das von Schwarz und dann hinten raus Kulischnikow, der Russe mit dem Sturz gestern. Jetzt bin ich echt gespannt. Wenn Samuel Schwarz, dieser super elegante Sprinter, hier auch so ein technisch sauberes Rennen hinkriegt, dann kann das hier ein ganz, ganz düdes Ergebnis für die Deutschen werden. Nervös ist er, das sieht man ihm an. Normalerweise steht er da schon ein Hauch ruhiger an der Startlinie. Und das ist kein geringerer als der Olympiasieger. Stefan Grothuis, ganz sympathischer Mann, auch wie Samuel Schwarz, ein Familienmensch. Ist durch tiefe Täler gegangen, hatte eine schwere Depression, ist dann zurückgekommen und wurde nochmal Olympiasieger. Ein großer Charakter auf dem Eis. Wunderbar, wie die Spannung zu greifen ist in der Halle. Alle halten die Luft an. Jetzt geht's los. Trommelfeuer hin auf die erste Kurve. Kleiner Vorteil für Schwarz. Er hat mehr Beschleunigungsweg auf der Geraden. Deshalb ist er auch schneller unterwegs als Grothuis. Der kommt eher über die zweite Runde.
Schöne Eröffnung, fast so schnell wie Ihle. Die Kurven sind wichtig. Ganz kleiner Wackler am Eingang der Kurve. Aber der zweite Teil der Kurve war sauber. Schön lang und rhythmisch auf der Gegenseite. Rotheus versucht da ranzukommen an Schwarz, aber der läuft klasse vorne. Immer noch gute Linie von Samuel Schwarz. Sie sind in der Nähe von Nico Ihle. Das kann jetzt neue Bestzeit geben. Wieder kleine Probleme in der Kurve bei Samuel Schwarz. Jetzt kommt er aber da hinter dem Niederländer wieder in den Windschatten. Das ist natürlich ein Vorteil. Kann er das jetzt schaffen? Sieht gut aus. Eingang hat er getroffen, der Kurve. Jetzt muss er da sauber durch. Das sieht sehr, sehr gut aus. Kleines Problem, aber das macht nicht mehr viel aus. Samuel Schwarz ist Zweiter, aber ganz knapp nur hinter Nico Ihle. Ein klasse Lauf auch für ihn. Zwei Deutsche vorne. Ja, das haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Und einer ist schon sicher auf dem Podest. Nico Ihle ist schon sicher auf dem Podest. Aber das war genauso ein brillanter Lauf. 400stel trennen nur Samuel Schwarz, den wir hier sehen, und Nico Ihle. Und Rotheus, dem Olympiasieger, hat er den Schneid abgekauft. Ja, diese Kleinigkeiten, natürlich wird ihn das nachher ärgern. Das sind diese 2, 3, 400stel, die Platz 1 und Platz 2 im Moment voneinander trennen. Aber das Ergebnis ist natürlich dann okay und dann kommt gleich die Faust. Sehr schön. Ihle vor Schwarz über 1000 Meter. Ein Rennen noch. Zwei Mann können hier einen deutschen Triumph noch verhindern. Pavel Kulishnikov, da ist er, der junge Mann. Die Geschichte haben wir gestern erzählt. Als Juniorenweltmeister wegen Dopings disqualifiziert. Nach unserer Dokumentation über Doping in Russland in dieser Woche wird einem da vieles noch klarer und man hat ein ungutes Gefühl, wenn so junge Leute wie Kulishnikov, hier kehrt Neues, der Niederländer auf der Außenbahn, wenn so junge Leute wie Kulishnikov aus dem Nichts kommen, und das ist in dieser Saison passiert, nach seiner Sperre, und alle Weltklasse-Leute wegbombt, über 500 und über 1000 Meter, da beschleichen einen schon sehr ungute Gefühle. Das sage ich ganz ehrlich. Jetzt geht's drum. Gewinnt Nico Ihle hier das Weltcuprennen über 1000 Meter? Oder ist der Kulishnikov so cool, nach dem Sturz gestern hier auch dieses 1000 Meter Ding für sich zu entscheiden? Und Kjeld Neuss nicht vergessen, auch das ist ein ganz starker Mann. Die gleiche Eröffnung wie Nico Ihle. Auch der Russe kommt über den Sprint. Unruhiger da auf der Gegenseite. Das ist mehr Energie, die er investieren muss da in der ersten Runde. Aber die Kurve, das ist eine ganz, ganz starke Technik von Pavel Kulishnikov. Das muss man neidlos anerkennen. Er ist einen Hauch langsamer als Nico Ihle. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Neuss versucht jetzt da auf der langen Außenbahn noch irgendwie Boden gut zu machen. Aber auch der Russe kriegt hier voll den Windschatten mit. Das ist ein Riesenvorteil. Wer gewinnt hier? Kulishnikov oder Ihle? Kulishnikov oder Ihle? Ihle 1:09.49. Ihle gewinnt vor Samuel Schwarz. Deutscher Doppelerfolg über 1000 Meter. Was für eine sensationelle Vorstellung der deutschen Sprinter. Überragendes Ergebnis. Absolut sensationelle Vorstellung der beiden. Und das waren keine wilden Ritte. Das war nicht mit dem Mut der Verzweiflung. Das waren zwei technisch ganz feine Läufe und vor allen Dingen von Nico Ihle. Na, vielleicht versöhnt das ein bisschen. Die waren dann doch enttäuscht bei den Olympischen Spielen. Na klar, wenn man Vierter und Fünfter wird. Aber so ein Ding zu Hause dann mal zu ziehen mit Platz 1 und 2, das ist auch wirklich eine große Vorstellung von Nico Ihle, der hier sich zum 1000-Meter-Sieger krönt. Und Samuel Schwarz, sein Trainingspartner, auf Platz 2. Klasse.
Und das macht jetzt mal Spaß hier. Die Ehrenrunde. Nico Ihle, der ist ja schon wieder bei Atem. Und da oben, das ist die ganze Familie. Das ist einfach überragendes Ding. Da sieht man eben diese tiefe Genugtuung ja wirklich an. Hein Otterspeer ist übrigens Dritter geworden. Das wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Und hier auf der Gegenseite, da hatte ich schon den Eindruck, dass Kulischnikow das nochmal nutzen könnte. Am Ende wird der Russe Fünfter, 1:09.86, 3/10 nur und man ist auf Position 5. Also der Sturz von gestern hat ihn vielleicht doch stärker beeinträchtigt, als er das jetzt so nach außen zeigt im Sprint. Und eins ist mal sicher, der kriegt heute das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht und das ist auch richtig so. Tja, zu Hause in Chemnitz, da ist die Bahn nicht gut genug, deshalb trainieren sie jetzt hier. Und auch da sind es natürlich viele, viele Freunde, Verwandte für Samuel Schwarz, der hier in Berlin lebt. Und diese Trainingsgemeinschaft, die hat es wirklich ausgemacht, dass die beiden Jungs in der Lage sind, hier jetzt das Küsschen für die Family. Oft genug sind sie wochenlang unterwegs und von so einem holländischen Fan geadelt zu werden, das ist ja auch was, ne? Am Nikolaustag macht er sich hier ein Riesengeschenk und das der Jubel in der Sekunde, als er weiß, das ist ein Doppelsieg hier für uns beide. Nico Ihle und Samuel Schwarz. Sofort die Gratulation von Stefan Chotheus. Da sieht man auch, was das für ein Supersportler ist. Und die erfahrenen Trainer, die sieht man ja auch nur selten so lachen. Vor allen Dingen nach den vielen Kritiken, die die deutschen Eisschnellläufer einstecken mussten. Und das nochmal zum Abfotografieren, Einrahmen und Aufhängen. Das Ergebnis über 1000 Meter der Männer. Einfach klasse. So, Franziska, das hat dir doch, glaube ich, auch gefallen als Sprinterin, oder? Ach, Ralf, ich habe selten so mitgefiebert und mich so unendlich mitgefreut wie mit den beiden, die jetzt hier bei mir stehen. Dauergrinsen im Gesicht. Ich muss nicht fragen, wie es euch geht. Wer freut sich jetzt eigentlich mehr? Ja, der Sieger. Ja, also jetzt ist das eingetroffen, was wir uns eigentlich zu Olympia gewünscht hatten. 1:02, es hätte auch gepasst von Zeiten her damals. Und also, es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Du hast immer gesagt, es muss mal der perfekte Lauf sein. War er das heute so auch in dieser Kombination? Perfekter geht es eigentlich nicht mehr? Ja, das Ergebnis ist natürlich aus deutscher Sicht schon perfekt. Ich weiß, ich habe noch so Details in meinem Lauf, die hätten noch besser sein können. Aber Nico hat heute eine saustarke Zeit hingelegt. Super, und dass wir es endlich mal schaffen, beide aufs Podium, ist einfach geil. Wie war das so, als er da so die Zeit vorgelegt hat? Wir hatten so den Eindruck, am Start ist man da noch ein bisschen nervöser als sonst zu wissen, oh, der Kollege, mit dem ich jeden Tag trainiere, der hat schon mal was gucken lassen? Na, ist nicht so, dass seine Zeit mich irgendwie unter Druck setzt, sondern ich habe natürlich jetzt mit Heimweltcup hat man natürlich noch ein bisschen besonders Aufmerksamkeit und man macht sich vielleicht nun selber so grundsätzlich ein bisschen mehr Druck. Aber ich gehe dann normal meinen Startprozedere und ich registriere die Zeiten, aber das beschäftigt mich nicht weiter. Nico, bei dir war ja die gesamte Family mit dabei. Ich war immer super nervös, ja, wenn dann auch noch meine Familie mit am Start war. Hilft dir das oder guckst du da schon noch mal, was die kleine Tochter macht, ob sie mitfiebert? Ja, ich konzentriere mich vor meinem Lauf auf jeden Fall erstmal auf mich. Und ich hatte bis jetzt immer nur gute Erfahrungen machen können, wenn die Familie dabei war. Immer Top-Leistung abrufen können und ich hatte noch nie negative Erfahrungen dabei gemacht. Und deshalb denke ich, es hilft sehr gut. Jetzt haben wir gesagt, Mensch, das wäre natürlich zu Olympischen Spielen auch super gewesen. Ihr trainiert beide zusammen. Was hat sich noch mehr verbessert und noch mehr optimiert? Man muss ja sagen, eigentlich reden alle von Krise in diesem Verband, ja? Und ihr liefert ihr ein Resultat ab, das ist von jeder Krise ganz weit entfernt. Naja gut, wir stemmen uns natürlich mit unserer Leistung klar gegen so eine Krise, aber im Moment, sage ich mal, reden wir im Verband von Reform. Wir haben ja bisher erstmal wenig umgesetzt davon, also klar. Wir haben einen neuen Sportdirektor und davon erhoffe ich mir natürlich auch positive Einflüsse. Aber die Reform grundsätzlich muss erstmal noch passieren. Nichtsdestotrotz haben wir beide ein etabliertes System und wir wissen, was wir machen wollen. Wir wollen den Erfolg gemeinsam und wir wissen, dass wir uns gegenseitig pushen können. Ist es vielleicht auch so eine Haltung jetzt erst recht? Ja, also die hatten wir eigentlich schon immer so.
Aber jetzt, sagen wir mal, in diesem Jahr, nach den Ergebnissen vom letzten Jahr, sind wir in kein Loch gefallen oder so. Wir haben uns trotzdem motivieren können, wollten wieder angreifen. Jedes Jahr ist aufs Neue spannend. Und dass es jetzt auf der Hausbahn, sage ich mal, funktioniert hat, ist wunderbar. Wir freuen uns außerordentlich. Herzlichen Glückwunsch. So kann es das Wochenende noch weitergehen. Wir haben ja noch einiges im Programm heute. Feiert schön, lasst euch feiern. Die stehen schon alle und warten und wollen euch alle knuddeln und drücken. Bloß, das habt ihr jetzt euch echt verdient. Dankeschön.